Der 19. Spieltag ist gerade mal halb rum, trotzdem sollt ihr natürlich ein Video bekommen, diesmal extra mit zur Nase. Auf der 10, Quali gönnt überhaupt nicht, trotzdem geiler Clip, Schellberg gegen Bertrand. Und die Highlights in dieser Woche sind größtenteils in Bremen passiert. Berg Neustadt war zu Gast und beide Teams haben hier ordentlich abgeliefert. Auf der 8 ist Benedikt Duda, aber ich sag euch, es wäre auf der 1 Christian Peter, wenn er den letzten Schlag trifft. Mühlhausen gewinnt 3-0 gegen Düsseldorf und verliert danach 3-0 gegen Mainz, das soll mal einer verstehen. Naja, ein Top-10-Video ohne Muramatsu, das wäre ja nichts. Von daher natürlich hier einmal reingeschaltet. Auf der 6 wiederhole ich nochmal für alle Ungläubigen da draußen, das Video ist nicht verschnellert, das ist Originalspeed, die können das so schnell. Der Bremer Kader bleibt zur nächsten Saison genau gleich. Das bedeutet, auch Christian Pletea ist noch mit dabei und dass der eigentlich richtig viel Potenzial hat, sieht man an solchen Bällen. Von den Ergebnissen her läuft es gerade überhaupt nicht bei Kirill Gerasimenko. Highlights kann er aber immer noch schlagen. Zwei alte Bekannte liefern sich ein Wahnsinnsmatch. Ruven Filus ist nicht ganz fit und trotzdem spielt er eine Wahnsinnspartie gegen Patty Baum. Auf der 2 darf natürlich auch nicht der unfassbare Winkel von Romar Ruiz fehlen. Und ich taufe diesen Ballwechsel, warum es anstrengend ist, gegen einen Defensivspieler zu spielen und wie man ihn trotzdem knackt. Und unser allerbester Luka Mladenovic. Wenn man den Anti reinhält, kann das auch mal in die Hose gehen.
Jetzt schon mein Lieblingsstandbild des Jahres und jetzt guckt euch mal noch die anderen beiden Videos hier an.